Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Markus Dörfler, ich bin Rechtsanwalt in Wien und ich habe heute die große Freude, ein höchst spannendes Thema vorzutragen. Die Datenschutzgrundverordnung im Spannungsverhältnis zwischen Umsetzung, Menschen mit verdichtetem Rechtsbewusstsein und der normativen Kraft des Faktischen. Der Flo war nicht ganz einverstanden mit dem ursprünglichen Titel, ich habe das deswegen ein bisschen gekürzt. Ein Jahr DSGVO. Und jetzt? Bevor ich in das eigentliche Thema einsteige, ein kurzer Disclaimer von mir. Dieser Vortrag ersetzt keine Rechtsberatung. Hier wird nur meine private Meinung kundgetan. Und bitte nicht nach draußen gehen und sagen, der Dörfler hat gesagt, deswegen ist das so, sondern das hier ist nur eine allgemeine Information. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind so wenig Leute, wenn irgendwas unklar ist, einfach mich unterbrechen, mich fragen. Es wird nie mehr wieder billiger, einen Rechtsanwalt zu fragen. Warum bin heute ich hier und nicht einer meiner Kollegen? Ganz kurz zu meiner Person. Ich stamme ursprünglich aus Graz. Ich bin total gern in Graz bei Vorträgen. Ich habe in Graz und Linz studiert, habe dann noch ein Masterstudium für Informationsrecht und Rechtsinformation in Wien absolviert, habe dann 2007 einen Master of Law dort gemacht, bin seit 2012 Rechtsanwalt, war bis 2016 selbstständiger Rechtsanwalt und seit 2016 bin ich Partner in der Kanzlei Hoeninger & Partner. Das ist jetzt so der Standard 0815 Lebenslauf, den Sie auch bei wahrscheinlich vielen anderen Rechtsanwälten so sehen werden. Warum ist es bei mir ein bisschen anders? Dieser erste Punkt da oben, Synaptic Networks, ich habe 10 Jahre als IT-Techniker erarbeitet und davon diese 6 Jahre selbstständig. Synaptic Networks ist eine der Vorgängerfirmen, die sogar heute hier Sponsor ist, nämlich Synpro Solutions. Die ist dann gemeinsam noch, Synaptic Networks ist dann mit einer anderen Firma noch zusammengegangen und da habe ich als Techniker gearbeitet. Und aus diesem Grund bin ich spezialisiert auf IT-Recht, Immaterialgüterrecht und Datenschutzrecht. Ich mache nichts anderes. Man kann sich bei mir nicht scheiden lassen, man kann keine Wohnungen kaufen, man kann sich nur zum Thema Technik beraten lassen. Was habe ich im letzten Jahr gemacht? Und das ist eigentlich auch schon der eigentliche Kern meines heutigen Vortrages. Ich habe letztes Jahr die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung bei in etwa 120 Unternehmen durchgeführt, bei allen in Österreich niedergelassenen Ärzten, bei allen österreichischen Apotheken. Ich bin derzeit der Datenschutzbeauftragte der österreichischen Ärztekammer, der israelitischen Kultusgemeinde, der österreichischen Fußball-Bundesliga. Also ich bin in diesem Bereich ein bisschen umtriebig. Gut. Was war eigentlich das Problem im letzten Jahr? Ich habe letztes Jahr 100 Vorträge zum Thema Datenschutzgrundverordnung gehalten und da ist es immer um einen juristischen Fachvortrag gegangen und das erspare ich Ihnen heute komplett. Es gibt keinen juristischen Fachvortrag, sondern ich erzähle jetzt einfach nur so aus der Praxis und aus der Realität, wie das halt so im Leben so umgesetzt worden ist und was die Konsequenz daraus ist. Und das bringt mich zum Warum, nämlich was ist die Datenschutzgrundverordnung und eigentlich was bedeutet das für die einzelnen Unternehmen? Und bei der Datenschutzgrundverordnung, wenn man sich letztes Jahr Medienberichte angeschaut hat, muss man sich jetzt im Nachhinein die Frage stellen und man hat sich auch damals schon die Frage stellen müssen, nämlich vor dem 25.05. besteht Sorge. Und ich habe lange überlegt, wie man das treffend formulieren kann und wie man diese Frage treffend beantworten kann. Und ich habe dankenswerterweise mit ein bisschen Hilfe das passende Bild dafür gefunden. Es ist nichts passiert. Es ist überhaupt nichts passiert. Und das wirklich Absurde an der Geschichte ist, es hat die Datenschutzgrundverordnung, und wenn Sie mit Juristen sprechen, dann werden Sie das wahrscheinlich, in den meisten Fällen werden die dann sagen, ja, es ist alles anders und es ist alles so schwierig etc. Das ist falsch. Es hat sich in Wirklichkeit nichts geändert. Für den Fall, dass Vertreter von Unternehmen hier sind,
Datenschutz gibt es in Österreich seit dem Jahr 1978. Das DSG 2000 gilt seit dem 01.01.2000 oder galt seit dem 01.01.2000 bis zum 24.05.2018. Und zwischen 01.01.2000 bis heute, wir haben jetzt den 27. April 2019, haben sich die Grundregeln, warum und wieso Sie personenbezogene Daten verarbeiten dürfen, eigentlich nicht geändert. Und jetzt kommt das wirklich Absurde an der Geschichte. Der 25.05. hat eine Erleichterung gebracht. Sie dürfen heute viel mehr, als Sie vor dem 25.05. durften. Die Medien haben das so nicht wirklich gesehen. Ich habe da jetzt noch eine Folie für Sie. Diese Moments habe ich am 25.05. aus dem Internet so in der ersten Suche gefunden. Mein persönliches Highlight hier ist das hier. Anwälte sitzen vor Firmenzentralen und heulen den Mond an. In Wirklichkeit haben alle geglaubt, die Welt geht unter. Faktisch ist das allerdings nicht passiert. Und ich erkläre jetzt einmal ganz kurz, warum und was die wesentliche Änderung jetzt ist, mit der Unternehmen sich in Wirklichkeit beschäftigen müssen. Also, es gibt eine Rechtsgrundlage. Jetzt muss ich doch ein bisschen juristisch werden. Es gibt die Datenschutzgrundverordnung, die heißt im Volltext Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 9546 EG. Gut. Dieses Ding hier hat die ursprüngliche Richtlinie aus dem Jahr 1995, mit dem das Datenschutzgesetz in Österreich umgesetzt wurde, aufgehoben. Das heißt, man hat versucht, das, was es in der Vergangenheit gegeben hat, ein bisschen wegzuschieben und etwas Neues zu machen, hat es aber in Wirklichkeit nicht zusammengebracht. Der wesentliche Unterschied ist, eine Richtlinie ist in jedem einzelnen Mitgliedstaat unterschiedlich umzusetzen. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine Verordnung, sie wirkt in jedem Mitgliedstaat unmittelbar. Man wollte damit einige Probleme, die es in der Vergangenheit gegeben hat, irgendwie in den Griff bekommen. Das hat man teilweise auch zusammengebracht. Tatsächlich, sind irgendwelche Anwälte heute hier? Nein. Für den Fall, dass dieser Livestream oder diese Aufzeichnung von einem Rechtsanwalt betrachtet wird, bitte seien Sie nachsichtig mit mir, wenn ich jetzt ein bisschen einige Spitzen loslasse gegen die Menschen, die dieses Gesetz geschrieben haben. Das ist nicht ganz optimal gelaufen. Warum? Weil der europäische Gesetzgeber ist hergegangen und hat eigentlich diese Verordnung, die in jedem Mitgliedstaat unmittelbar anwendbar sein sollte, haben sie hergenommen und haben sie so ein bisschen fragmentiert und haben jetzt so ein bisschen ein Lokalkolorit hineingebracht. Dieses Lokalkolorit hat in Österreich zu wunderbaren Stilblüten geführt. Also erstens einmal, wir haben einmal das österreichische DSG, da könnte man Ihnen doch noch lustige Geschichten erzählen. Wir wissen jetzt gar nicht, ob juristische Personen einen Datenschutz genießen oder nicht, aber das lassen wir dahin. Die Datenschutzbehörde hat dazu eine eigene Meinung, einige andere Juristen haben dazu eine andere Meinung. In der Realität ist es wahrscheinlich wurscht, aber wir haben viele Probleme, über die wir diskutieren können. Neben dem Datenschutzgesetz gibt es das Datenschutzanpassungsgesetz 2018, das ist ja noch irgendwie verständlich. Dann gibt es das Datenschutzmaterienanpassungsgesetz Römisch 1, das Datenschutzanpassungsgesetz Römisch 2, die Datenschutzausnahmeverordnung, die Datenschutzfolgenabschätzung, Ausnahmeverordnung, Entschuldigung, die Datenschutzfolgenabschätzung Verordnung, also nicht Ausnahme. Dann gibt es noch diverse sonstige Anpassungsgesetze, die dazu geführt haben, dass die Gesetze, die angepasst wurden, novelliert wurden, bevor sie in Kraft getreten sind. Gut. Der Gesetzgeber wollte uns damit etwas Gutes tun, weil der Gesetzgeber wollte damit Dinge klarstellen, die unklar waren. Ob ihm das gelungen ist, sei dahingestellt. Faktum ist, dass das Interesse der Bevölkerung an der Frage, was jetzt eigentlich Recht ist und was nicht Recht ist, so im Rahmen des 25.05. durchaus gestiegen ist. Und dann im Anschluss hat man halt
das Interesse wieder daran verloren. Was Sie hier sehen, ist die Anzahl der Suchanfragen zum Begriff DSGVO im zeitlichen Verlauf, beginnend mit 13.04.2014 und endet, ich glaube, ich habe das vor einer Woche, diesen Screenshot gemacht. Man beachte aber hier einen sehr wesentlichen Punkt. Die Datenschutzgrundverordnung, das ist ein großes Mysterium, das muss ich Ihnen jetzt auch noch mitteilen, die Datenschutzgrundverordnung ist nicht seit 25.05.2018 in Kraft. Das ist schlicht ein Blödsinn. Ich werde regelmäßig gefragt, da gibt es keine Übergangsfristen. Ja, die gibt's. Die hat 2 Jahre gedauert. Die hat am 25.05.2018 geendet, weil die Datenschutzgrundverordnung ist nämlich am 24.05.2016 bereits in Kraft getreten. Nur seit 2018, seit 25.05. ist sie anzuwenden. Nichtsdestotrotz war, obwohl das schon vorher irgendwie Thema war, war das Interesse im Jahr 2016 null, ist dann drastisch angestiegen und ist jetzt auf einem deutlich höheren Niveau zum Liegen gekommen. Dieses deutlich höhere Niveau spiegelt sich darin wider, dass die Datenschutzgrundverordnung jetzt durch die Unternehmen ein wenig ernst genommen wird. Ich kann Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, weil ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen, wie das so in der Realität ausschaut. Wir vertreten einen sehr, sehr, sehr großen internationalen Konzern, die Österreich-Niederlassung. Die haben einen IT-Leiter, es ist die Umsetzung der DSGVO landet oftmals bei den IT-Leitern, weil bei den IT-Leitern, die haben halt ein gewisses Interesse aus nachvollziehbaren Gründen, zu denen komme ich dann noch. Der IT-Leiter von Österreich fragt bei der US-amerikanischen Konzernmutter an, das war im Herbst 17, so ungefähr September, Oktober 17, und sagt, da gibt es eine Datenschutzgrundverordnung, wir sind gerade in der Umsetzungsfrist, wir müssten dringend was tun, weil irgendwie, da muss man Dinge tun. Also durchkommen, das ist uns wurscht. Er hat mir erzählt, dann 1,5 Monate später haben dann die deutschen Kollegen von ihm auch an den Amerikaner geschrieben, da gibt es so einen Verteiler, da war er dann oben, und haben gesagt, wir müssten was tun. Und die Amerikaner sagen, ist mir wurscht, das interessiert mich nicht. Ein weiteres Monat sind dann, später sind dann die, sogar die Franzosen und die Italiener draufgekommen, dass vielleicht doch irgendwann einmal was zu tun wäre. Und die Amerikaner haben durchgeschrieben, auch das ist uns egal, aber wir werden einmal eine Studie in Auftrag geben, was passiert, wenn wir das jetzt wirklich ignorieren. Nach 2 Wochen wurde eine Taskforce eingesetzt mit, ich glaube, 50 Leute, die die Datenschutzgrundverordnung durchgepeitscht haben in ganz Europa. Woran liegt das? Das ist relativ einfach. Einer der Punkte, die sich durch die DSGVO geändert haben, sind die Strafen. Die Strafe in der Vergangenheit für datenschutzrechtliche Verstöße hat 25.000 Euro betragen. Maximalstrafe pro Verstoß. Wenn Facebook 50 Millionen Datensätze oder 500 Millionen Datensätze oder wie viel auch immer, es ist vollkommen irrelevant, verliert, hätten die in Österreich eine Strafe von 25.000 Euro zu erwarten gehabt. Gut. Entschuldigung, das war jetzt falsch von mir natürlich, mein Fehler. Das ist die Maximalstrafe. Für die Verletzung von Datensicherheitsmaßnahmen betrug die Strafe nur 10.000 Euro. Also gut. Dieses Ungleichgewicht hat dazu geführt, dass, sagen wir uns ehrlich, der Datenschutz in Österreich, das hat einfach niemanden interessiert. Unternehmen haben kein Geld locker gemacht für die Ergreifung von Datensicherheitsmaßnahmen und das wirklich Absurde ist, und das ist etwas, der Techniker in mir lacht immer, wenn ich mit dem Thema konfrontiert werde, technische und organisatorische Datensicherheitsmaßnahmen hat nicht die DSGVO eingeführt, sondern das gibt es seit 01.01.2000. Nur, wenn ich sie heute verletzt habe, war die Maximalstrafe 10.000 Euro. Quizfrage an alle Anwesenden. Wissen Sie, wie viele Strafen verhängt wurden in Österreich für die Verletzung von Datensicherheitsmaßnahmen? Wer glaubt, nämlich im Zeitraum vom 01.01.2000 bis zum 25.05.2018? Wer von Ihnen glaubt mehr als 100? Wer von Ihnen glaubt mehr als 50? Wer von Ihnen glaubt mehr als 10? Und wer von Ihnen glaubt gar keine? Also es hat
bis der Hype um die DSGVO, der um die DSGVO begonnen hat. Also ich mache Datenschutzrecht seit 2007. Ich habe das erste Verfahren als Konzipient betreut bis zum OGH. Seit 2007 beschäftige ich mich mit diesem Bereich. Ich habe mit Kollegen, die in dem Bereich gleich lange beschäftigt sind, zu tun gehabt. Ich kenne keine einzige Strafe, die verhängt wurde wegen der Verletzung von Datensicherheitsmaßnahmen. Der Grund dafür ist relativ einfach. Es gab in der Vergangenheit keine sogenannte Data Breach Notification. Ich musste gar nicht öffentlich das bekannt machen. Wir vertreten Mandanten, große Mandanten, die Sie auch alle kennen würden, wenn ich Ihnen nicht den Namen sagen würde, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, man hat uns ein paar Daten gestohlen, was tun wir jetzt damit? Ein Mitarbeiter ist halt gegangen und hat sich gedacht, ach, die Kundendatenbank, die gefällt mir gut, die nehme ich einfach mit. Und schreibt dann mit seinem neuen Dienstgeber diese Menschen einfach einmal an, weil die halt gerade interessant waren. Der Mandant kommt zu uns und sagt, was müssen wir tun? Was ist der Rat? Vor dem 25.05. wohlgemerkt. Na gar nichts, das steht nur in der Zeitung, das brauchen sie nicht. Wahrscheinlich kommt nie irgendjemand drauf. Und sagen wir uns ehrlich, den Menschen ist das in Wirklichkeit wurscht, weil es passiert eh nichts. Lustig in diesem Zusammenhang ist, unzulässige Datenverarbeitungen. Sie hatten bereits seit 01.01.2000 das Recht, dass Sie für eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die unzulässig ist, hatten Sie das Recht, dass Sie einen Schadenersatzanspruch geltend machen können und nämlich sogar einen immateriellen Schadenersatzanspruch. Die Juristen unter Ihnen werden sagen, wow, ein immaterieller Schadenersatzanspruch, das gibt es in Österreich gar nicht. Doch, das gab es seit 01.01.2000 im DSG. Es gibt es auch jetzt in der DSGVO. Ich muss gar nicht nachweisen, dass mir ein konkreter Schaden passiert ist. Mein Telefon ist kaputt, weil jemand anderes zerbrochen hat. Sondern diese Verarbeitung von Daten führt dazu, dass ich mich nicht ganz wohl damit fühle. Jetzt nicht ganz technisch ausgedrückt, aber damit Sie ungefähr wissen, was ich meine. Dazu hat es ein Verfahren gegeben, das besagte Verfahren aus dem Jahr 2007, das ich damals betreut habe, da ging es um einen solchen Fall. Zuspruch 750 Euro für eine unberechtigte Eintragung in eine Bonitätsdatenbank. So, OGH-Zitat etc. Haben Sie von dieser Entscheidung jemals etwas gehört? Gut. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie lassen wahrscheinlich viel Geld liegen, weil das können Sie heute auch noch geltend machen. Das macht nur niemand, weil es niemanden interessiert. Gut. Was das anbelangt, war die DSGVO ja eigentlich ein Segen. Warum? Weil das Interesse, der mediale Hype, Sie erinnern sich an den Atompilz, der mediale Hype so groß war, dass alle Menschen glaubt haben, die Welt geht unter. Faktisch war das aber gar nicht so. Dennoch ist das Niveau danach deutlich höher hängen geblieben. Womit hängt das zusammen? Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Datenschutzgrundverordnung durch die drastische Erhöhung der Strafe, wie ich Ihnen bereits berichtet habe, bei den Unternehmen angekommen ist, dass die jetzt irgendwas gemacht haben. Die Quizfrage lautet jetzt nur, was passiert, wenn ein Unternehmen verstößt? Welche Sanktion trifft es? Lustig in diesem Zusammenhang ist, wie werden Strafen nach der DSGVO verhängt? Wirksam, verhältnismäßig und abschreckend. Das ist bitte keine, das habe ich nicht immer einfallen lassen, sondern da steht wörtlich so in der DSGVO drinnen. Juristisch gesehen finde ich das Wort abschreckend besonders lustig, weil es kennt die österreichische Rechtsordnung nicht wirklich. Also das ist nicht so, Strafen werden eigentlich nicht abschreckend verhängt. Jetzt ist es so, dass der Strafrahmen, das ist mittlerweile bekannt, beträgt bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes. Zuständig für die Verhängung von Strafen ist die Aufsichtsbehörde. Das ist in Österreich die Datenschutzbehörde mit Sitz in Wien. Ich werde jetzt regelmäßig gefragt, jetzt ist die DSGVO da, die Strafen sind gewaltig, wir haben einen immateriellen Schadenersatzanspruch, wir haben eine Data Breach Notification, wir haben diverse administrative Tätigkeiten, die wir tun müssen. Was kann mir als Unternehmen passieren? Meine Antwort darauf lautet, es kommt drauf an. Sollte eigentlich nicht sagen, aber okay. Eine der
Stilblüten der österreichischen Rechtsordnung im Zusammenhang mit dem Datenschutzgesetz ist das Datenschutzdereguliierungsgesetz 2018, wo der österreichische Gesetzgeber sich in einer sehr interessanten Auslegung von Gemeinschaftsrecht dazu entschlossen hat, ein österreichisches Gesetz zu erlassen, in dem drinnen steht, die Datenschutzbehörde muss, wenn sie Strafen nach der DSGVO verhängt, einmal in erster Linie eine Verwarnung aussprechen und darf es danach strafen. Dieses Gesetz wurde erlassen, glaube ich, 3 Wochen bevor die DSGVO anwendbar war, also so Anfang Mai. Das Absurde an der Geschichte war, das kommt in die, also jetzt sind die schon alle aufgehetzt, ja, alle sind wahnsinnig, ja, DSGVO und 3 Wochen und wir sind jetzt fertig etc. Dann wird dieses Gesetz veröffentlicht. Kann ich mich noch gut erinnern? Bei mir läuft das Telefon heiß. War jetzt alles umsonst. Haben wir jetzt alles umsonst gemacht. Wir kriegen eh keine Strafe. Warum haben wir das jetzt überhaupt getan? Gut. Ich sage drauf, na Moment einmal, dieses Gesetz ist bitte anders zu lesen. Das heißt nur, wenn Sie gar nichts tun, bekommen Sie schon eine Strafe. Nur wenn Sie einen kleinen Fehler irgendwo haben, dann soll die Behörde, mit einem gewissen Augenmaß wohlgemerkt, eine Verwarnung aussprechen. Diese Verwarnung hätte die Behörde allerdings vorher auch schon ausgesprochen, weil die einen gewissen Ermessensspielraum hat und jetzt wegen irgendeiner Kleinigkeit da eine kleine Millionenstrafe zu verhängen. Gut, also erstens einmal, dass eine Strafe verhängt wird, das gibt es weiterhin. Die Sanktion beträgt theoretisch bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes. Ich bin noch immer bei der Frage, na was passiert mir als Unternehmen? Es kommt darauf an, die Strafe kann bis zu 4% ihres Jahresumsatzes betragen. Gut. Die Frage lautet, wann passiert was? Und das ist relativ einfach zu beantworten. Ich behaupte, es gibt 3 Möglichkeiten, wann die Behörde bei Ihnen eine Prüfung vornimmt. Die Behörde hat theoretisch das Recht, bei Ihnen vor der Tür zu stehen, anzuklopfen und zu sagen, ich möchte gerne Nachschau halten, ob Sie personenbezogene Daten ordnungsgemäß verarbeiten. Das dürfen Sie. Fun Fact, es gibt in Österreich in nahezu jeder in jeder Norm, die ich kenne, steht drinnen, wenn irgendeine eine Behörde irgendwo zufälligerweise ein Finanzvergehen findet, darf sie das an die Finanzbehörden weiterleiten. Das gibt's, das ist einfach so, weil in dubio pro fisco es geht, im Zweifel will der Staat immer wissen, dass die Leute richtig steuern sollen. Nicht so im Datenschutzrecht. Die Datenschutzbehörde darf, wenn sie ein Finanzvergehen zufälligerweise bei so einer Vorortprüfung findet, darf sie es den Finanzbehörden nicht mitteilen. Sehr spannend. Faktum ist, die Datenschutzbehörde kann bei Ihnen vor der Türe stehen und kann sagen, ich möchte jetzt gerne Nachschau halten, was da los ist. Diesen Fall halte ich für höchst unwahrscheinlich. Okay, das war falsch. Diesen Fall halte ich für faktisch nicht gegeben. Warum? Die Datenschutzbehörde in Österreich ist zuständig für ungefähr 550.000 Entitäten. Das heißt, wir haben alle GmbHs, alle AGs, alle OGs, alle Gesellschaften, alle Vereine, Einzelunternehmer, jeder, der personenbezogene Daten verarbeitet, auch alle Behörden werden durch die Datenschutzbehörde geprüft. 550.000 datenschutzrechtliche Verantwortliche. Die Datenschutzbehörde hat derzeit, soweit ich weiß, 35 Mitarbeiter. Was auch immer Sie mit dieser Information machen, die Datenschutzbehörde geht jetzt her. Und die Frage, die ich mir stellen muss, ist, wann kommt die Datenschutzbehörde jetzt dennoch zu Ihnen? Weil die Datenschutzbehörde ist in Österreich tätig, ich habe da noch ein paar Beispiele für Sie, und die machen wirklich solide Dinge. Und die Frage ist, wann trifft Sie als Unternehmen etwas, dass die Datenschutzbehörde vor der Türe steht? Und aus meiner Sicht gibt es hier 3 Varianten. Variante 1 ist, ein Marktbegleiter heizt Sie an. Der Konkurrent sagt, der Verstoß gegen den Datenschutz. Das ist einer der Fälle, den halte ich in der Realität für weitestgehend unwahrscheinlich. Warum? Man tut gewisse Dinge nicht. Man sagt dann nicht den Mitbewerber bei der Finanz an. Das tut man nicht. Gut. Da müsste man sich schon sehr sicher sein, dass man selber alles richtig gemacht hat. Und ich wage das zu bezweifeln, dass alle Unternehmen in Österreich alles richtig gemacht haben. Das ist ein anderes Thema. Gut. Variante Nummer 2. Aus meiner Sicht relativ wahrscheinlich. Ein Mitarbeiter, der gegangen worden ist, nimmt im Abgang noch, will Ihnen noch das Hackl ins Kreuz hauen und geht zur Behörde und sagt, ich bin ein Insider, ich weiß genau, da läuft was schief, und dann prüft die Behörde.
wäre eine blöde Situation, kommt vor, ist bereits vorkommen, wir hatten solche Fälle. Gut. Variante Nummer 3, und das ist das wirkliche Problem, was alle datenschutzrechtlichen Verantwortlichen in Österreich haben. Jetzt würde ich schon sagen, der Patient. Der Kunde oder der Mensch mit verdichtetem Rechtsbewusstsein ist über die Art und Weise, wie sie ihn behandelt haben, nicht ganz glücklich. Und entscheidet daher, sie zu prüfen und zu schauen, ob sie datenschutzrechtlich eh alles richtig machen. Erster Punkt zu dem Thema Auskunftsbegehren. Ist eine ganz lustige Geschichte. Wann immer irgendwas schief geht momentan, ich kriege zig Dinge, ja, wir haben von Ihnen eine E-Mail bekommen, ich mache einmal Auskunftsbegehren. Ja. Sie gefallen mir gerade nicht, ich mache ein Auskunftsbegehren. Gibt's? Das kommt einfach, das ist so der Standardfall. Gut. Wenn Sie hier nicht ordnungsgemäß handeln, dann kommt die Behörde, weil der geht dann zur Behörde natürlich, und dann kommt die Behörde und sagt, da läuft was falsch, und dann schaut sie nach. Für diesen Fall müssen Sie gewappnet sein. Und einer der wesentlichen Punkte, und ich bin hier auf den Linux-Tagen und das ist mir ein besonderes Anliegen, was ich Ihnen hier jetzt mitgeben möchte. Es gibt administrative Dinge, die Sie tun müssen. Sie brauchen sowas wie eine Artikel 13 bzw. Artikel 14 DSGVO Informationspflicht. Sie benötigen ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Sie brauchen mit Subauftragsverarbeitern, die Daten für Sie verarbeiten, benötigen Sie eine schriftliche Vereinbarung. Nicht unterschriftlich, es geht auch E-Mail, aber schriftlich. Das sind so die Klassiker, die Sie benötigen. Und daneben haben Sie noch einen Riesenpunkt, den Sie erfüllen müssen, nämlich Sie müssen die Sicherheit der Verarbeitung gewährleisten. Ich war vorhin bei Mika beim Vortrag, wo er gesagt hat, wurde ihm die Frage gestellt, naja, wie kann ich denn dann als SYS-Administrator das Unternehmen dazu bringen, dass sie mir ein Geld freigeben für die Ergreifung von technischen und organisatorischen Maßnahmen, Datensicherheitsmaßnahmen. Das ist ganz einfach. Sagen Sie, das ist die Strafe, die droht. Und wenn die Strafe nicht reicht, wenn die Daten verloren gehen, dann werden diese Menschen hergehen und werden sich schadlos halten, Schadenersatzanspruch. Und das Beste ist, er braucht nicht einmal einen konkreten Schaden nachweisen, weil es gibt einen immateriellen Schadenersatzanspruch. Höchst unangenehm. Hatten wir bereits mehrere Fälle. Wie kommt heute der Betroffene drauf? Nämlich, dass die Daten verloren gegangen sind. Das ist relativ einfach. Es gibt die Verpflichtung aus der DSGVO heraus, eine sogenannte Data Breach Notification durchzuführen. Wenn Sie die Daten verlieren, müssen Sie die Behörde informieren davon und den Betroffenen in gewissen Fällen. Es gab bereits zig Fälle, ich glaube es sind 600 irgendwas, Data Breach Notifications, die bei der Behörde eingelangt sind. Und die Behörde versteht hier keinen Spaß. Wenn die Behörde draufkommt, dass sie die Data Breach Notification nicht durchgeführt haben, haben sie ein Prüfverfahren am Hals, das wird alle Stückerl spielen, weil das ist etwas, das wollen die. Wenn Ihnen ein kleiner Fehler passiert, habe ich schon zigfach erlebt. Wir hatten den Fall, ein Krankenhaus, das wir vertreten. Klassisches menschliches Versagen. Der Mitarbeiter sackelt den Befund ein und biegt ein falsches Etikett drauf. Und dieser Brief geht an die falsche Person. Ja, Data Breach Notification bei der Behörde, sagen wir, tut uns furchtbar leid, da gab es einen Fehler im Prozess, wir haben das bereinigt. Behörde stellt 2 Tage später ein. Die Sache ist erledigt. Lustig, an dem Tag, bevor sie eingestellt hat, ist das nochmal passiert, dann haben wir nochmal gemeldet. Auch das hat die Behörde eingestellt, das 2. Mal. Beim 3. Mal wären sie wahrscheinlich vorbeigekommen und hätten gesagt, was ist los. Weiß ich deswegen relativ genau, weil es hat nämlich einen Fall gegeben, wo ein Allergiezentrum, dazu komme ich nachher noch ganz kurz, mehrere Fälle gemeldet hat. Und dann hat die Behörde gesagt, na Moment einmal, das ist jetzt aber eine Häufung, die ist nicht mehr nachvollziehbar und da prüfen wir nach, da schauen wir konkret hinein. Gut. Sicherheit der Verarbeitung. Stellen Sie sicher, dass Abläufe richtig sind. Sicherheit der Verarbeitung bedeutet nicht nur technisch, dass Sie eine Firewall brauchen und ein Backup. Und bitte, ein Backup ist nur dann ein Backup, wenn Sie auch den Desasterfall testen. Sonst ist es kein Backup, sondern es ist Zustand. Sondern hier geht es auch um organisatorische Abläufe. Sie brauchen gewisse Prozesse, dass Sie wissen, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, im Guten, muss der Zugang von dem Mitarbeiter gesperrt werden. Ja, das ist ein organisatorischer Ablauf, ein Prozess, den müssen Sie abbilden. Das Gleiche ist, nicht jeder Mitarbeiter soll Zugriff auf alle Datenbestände haben. Warum soll
die Buchhaltung Zugriff haben auf was nicht, eine Datenbank, wo irgendetwas drinnen gespeichert ist, mit dem die Buchhaltung nie was zu tun hat. Es gibt keinen Grund dafür. Das sind Informationen, die müssen gesperrt werden und dafür müssen Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Und das ist eine Liste mit, was stellt sich der Gesetzgeber darunter vor, Pseudonymisierung und Verschlüsselung, Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste auf Dauer sicherzustellen, die Wiederherstellbarkeit und regelmäßige Überprüfung. Spannend, das ist neu. Also Sicherheit der Verarbeitung, das, was ich Ihnen gerade berichtet habe, das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Neu ist jedoch, Sie müssen auch dafür sorgen, dass die Daten verfügbar sind, wenn sie gebraucht werden. Sie dürfen nicht sagen, naja, die Daten, die sind jetzt halt verloren gegangen, aber es ist eh nicht so tragisch. Das geht nicht. Wenn Ihnen die Daten verloren gehen, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Es hat eine riesige Internetplattform, hat jetzt ihr gesamtes Musikarchiv verloren. Dankeschön. MySpace hat das verloren. Wenn dort personenbezogene Daten drinnen gewesen sind in diesem Musikarchiv, dann wäre das möglicherweise ein Verstoß gegen die DSGVO gewesen. Absurd. Und das müssten die melden. Die müssten sagen, wir haben da die Daten verloren. Einer der ersten Fälle, die ich bekommen habe zum Thema Data Breach Notification, das war am 29. oder 30. Mai, war, da ist ein Laptop aus einem Auto gestohlen worden von einer Apotheke. Sich die Apotheke an uns gewandt, sagt, was tun wir jetzt? Und die erste Frage ist, waren die Daten drauf verschlüsselt? Wenn die Festplatte verschlüsselt war, ist mir das wurscht. Ist die Festplatte nicht verschlüsselt, haben wir ein kleines Problem, weil wir werden dann gegenüber der Behörde offenlegen müssen, warum und wieso diese Daten abhandengekommen sind. Ein paar Eckdaten. Den Stand, den ich Ihnen jetzt wiedergebe, das ist der 31.12.2018. Es gibt leider Gottes keine aktuelleren Daten. Was tut die Behörde momentan gerade? Derzeit sind anhängig 1619 Beschwerden, 551 Meldungen eines Data Breaches waren damals anhängig. Es gab 129 amtswegige Prüfverfahren, das sind die, wo die Behörde dann selbstständig tätig geworden ist, weil Data Breaches gemeldet worden sind und die dann gesagt haben, Moment einmal, da schauen wir jetzt einmal selber nach. Das ist nur Österreich. Das ist nur Österreich. Das Spannende an der Geschichte ist, die Österreicher sind wirklich gut dabei. Es gibt in Österreich, in Europa einige Länder, die haben die DSGVO, nämlich die nationalen Gesetze, die sie umsetzen hätten müssen, haben sie bis heute nicht umgesetzt. Das gibt es. Die DSGVO gilt aber trotzdem, also da braucht man sich keine Sorgen machen. Dort gibt es auch teilweise noch nicht funktionierende Strukturen bei der Behörde etc. In Österreich gibt es eine Struktur. Die Österreicher werden derzeit nur geschlagen von den Deutschen. Aber die Deutschen haben Datenschutz ganz weit oben auf der Agenda. Und zwar schon seit Jahrzehnten. Was habe ich noch für Sie? Zwei Konsultationsverfahren, wo man anfragt, ob gewisse, Vorgänge zulässig sind oder nicht. Das ist so ein Anhängsel zur Datenschutzfolgenabschätzung. Dann haben wir 8 Anträge auf Genehmigung von Verhaltensregeln. Von diesen 8 Anträgen haben einen wir gemacht, nämlich ärgerlicherweise den zweiten. Es wäre lustig gewesen, den ersten zu haben. Zwei sind momentan genehmigt. Es sind momentan, glaube ich, Stand vorletzte Woche, sind, glaube ich, mittlerweile 16 oder so anhängig. Dabei geht es um Verhaltensregeln, die sich eine gewisse Branche selbst gibt, um zu sagen, wie man Datenschutz dort lebt. Die ersten waren durch die Internet Service Provider, die ISPA hat Verhaltensregeln für ihre Mitglieder veröffentlicht und wir haben Verhaltensregeln gemacht. Die müssten mittlerweile veröffentlicht sein, deswegen darf ich drüber reden, zum Thema Garagenbetreiber. Da geht es dann um solche Geschichten wie, welche Videoanlagen dürfen in einer Garage aufgehängt werden, automatische Kennzeichenerfassung, wie geht man mit Kundenkarten um etc. Und es gab bis zum 31.12. 134 Verwaltungsstrafverfahren, wobei davon 79 von den Bezirkshauptmannschaften, die früher zuständig waren, übernommen worden sind. Jetzt ist natürlich die Quizfrage, kommen da Strafen raus?
Ja, es kommen Strafen heraus. Ich habe jetzt punktuell einige Strafen herausgenommen, nur damit Sie so die Größenordnungen ungefähr feststellen können. Die Strafen sind teilweise nicht rechtskräftig. Die Strafen sind teilweise nicht rechtskräftig. Google 50 Millionen Euro in Frankreich. Ich habe über dieses Verfahren kaum Informationen, deswegen kann ich Ihnen dazu kaum was sagen, aber das ist durch die Presse relativ durchgepeitscht worden. Deutschland bis 01.01.2019, 41 Bußgelder wurden verhängt. Ich habe Ihnen jetzt ein Beispiel herausgebracht, das war knuddels.de. Da ist es darum gegangen, dass die Datenbestände nicht gesichert waren. In Österreich gab es bisher auch bereits Strafen nach der DSGVO. Lustigerweise, und damit erkennen Sie, wie weit wir in Österreich sind, das erste Verfahren, die erste Strafe, die nach der DSGVO verhängt worden ist, war in Österreich. Das war eines dieser beiden Verfahren, ich weiß jetzt nicht genau welches, ich glaube das obere. Da ging es um eine Videoüberwachung in einem Wettlokal. Der hat eine Strafe von 4.800 Euro bekommen. Die Behörde schaut einmal durchaus mit Augenmaß, wie man da hinkommt. Der zweite Fall, nur damit Sie auch ein bisschen Größenordnung bekommen, war eine unzulässige Videoüberwachung bei einem Kebabstand. Und einmal hat jemand eine Dashcam verwendet und der hat 300 Euro bekommen. Also das ist, sage ich mal, durchaus noch so, dass man sagt, da ist noch Luft nach oben. Soll Ihnen aber durchaus auch bewusst machen, dass die Behörde sehr wohl Strafen verhängt. Durch eine juristische Spitzfindigkeit war in all diesen Verfahren die Höchststrafe noch 25.000 Euro, obwohl die Strafe nach der DSGVO verhängt worden ist. Das kann Ihnen, wenn es irgendjemanden interessiert, in der Pause erzählen, warum das so war. Es hätte aber auch mit der Strafdrohung von 4% des weltweiten Jahresumsatzes vermutlich keine andere Strafe gegeben. Ich habe Ihnen jetzt noch zwei Entscheidungen mitgebracht, die ich persönlich für außergewöhnlich halte. Die erste Entscheidung war zu einem Allergiezentrum. Da ist es darum gegangen, dass ein Allergiezentrum diese Muster, die wir für die Ärzte gemacht haben, haben sie gedacht, sie können da jetzt einfach frei drinnen sich bewegen und haben diese Muster angepasst und haben da Dinge aufgenommen, die halt nicht ganz so sinnvoll waren. Die haben dann mehrere Data Breaches gemeldet und dann ist irgendwann einmal die Behörde hergegangen und hat gesagt, okay, wir schauen uns das jetzt einmal vor Ort an. Die waren dann noch dazu so ungeschickt und haben einen Datenschutzbeauftragten benannt, den es aber gar nicht gegeben hat. Und da haben sich dann im Verfahren vor der Behörde nicht einmal durch einen Anwalt vertreten lassen. War suboptimal. Ich mache jetzt ungern Werbung für meinen eigenen Stand. Nur die Behörde ist an und für sich wirklich sehr fair, muss ich jetzt sagen. Sage ich nicht nur deswegen, weil es auf Video aufgenommen wird, sondern ich sage das wirklich, sie sind sehr fair. Warum? Wir hatten bereits zig Auskunftsbegehren, wo die Behörde hergegangen ist und gesagt hat, okay, der Mandant probiert das Auskunftsbegehren selbst, das ist nicht vollständig, der Betroffene beschwert sich bei der Behörde und die Behörde sagt, lieber Verantwortlicher, stell das Auskunftsbegehren richtig. Gib die Daten her, dann werden wir voraussichtlich das Verfahren einstellen. Und das war bisher immer der Fall. Da wurden auch nie Strafen verhängt. Dann hat man sich halt geirrt, wir sind alle nur Menschen. Die Behörde hat durchaus viel Augenmaß. Nur in dem Fall, wenn man dann sagt, man benennt einen Datenschutzbeauftragten auf der Website, den es dann gar nicht gibt, erstens. Zweitens einmal war der Datenschutzbeauftragte nicht bei der Behörde gemeldet. Das muss man nämlich auch tun. Und drittens hat man dann irgendwie Einwilligungserklärungen gegeben für Dinge, die waren irgendwie ganz eigenartig. Und da hat dann die Behörde gesagt, na, so geht es sicherlich nicht. Und hat hier erklärt, dass dieses Allergiezentrum vieles, vieles falsch gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, ob hier eine Strafe verhängt wurde. Sofort, ich habe keine Ahnung, ob hier eine Strafe verhängt wurde. Das ist nicht bekannt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass hier erst eine Strafe verhängt wird, weil in der Entscheidung steht nämlich nur drinnen, das Allergiezentrum hat verstoßen. Kurze Frage zu dem nicht vorhandenen Beauftragten. War das wirklich eine Person, die es gar nicht gegeben hat oder war es ein Strohmann? Nein, die haben auf der Website, haben es, soweit ich mich erinnern kann, hingeschrieben, Datenschutzbeauftragter, Doppelpunkt, Herr sowieso. Oder Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten und haben dann irgendwas hingeschrieben. Und dann hat die Behörde gesagt, bitte, ich würde gerne den Datenschutzbeauftragten sprechen. Und dann haben die gesagt, wir haben keinen. Es ist suboptimal. Yes.
Gut. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit noch ganz kurz eine weitere Entscheidung, nämlich die Entscheidung der Standard. Das wissen wir deswegen, dass das der Standard ist, weil der hat es nämlich selbst auch sehr stark in die Öffentlichkeit getragen. Und diese Entscheidung hat für mich als Datenschutzrechtler ganz, ganz viele wichtige Informationen drinnen gehabt. Wenn Sie jemals den Standard jetzt angesurft haben, dann öffnet sich so ein kleines Pop-up-Fenster, da steht dann drinnen, stimmen Sie den Cookies zu, wo dann Werbung personifiziert ausgespielt wird, oder schließen Sie ein Abo ab. Und Sie können sich sicherlich, haben Sie schon mit der Frage zu tun gehabt, darf jetzt eine Einwilligungserklärung an irgendwelche Dinge gekoppelt werden? Das Koppelungsverbot ist so ein ganz heißes Thema, sofern es sowas überhaupt gibt, darüber kann man noch diskutieren. Und da hat die Behörde gesagt, kein Problem. Ich kann auf einer Website Cookies verlangen und kann sagen, ich bezahle mit meinen Daten, das ist überspitzt formuliert, ich bezahle mit meinen Daten oder ich bezahle mit Geld. Es hat eine Alternative gegeben und da hat die Behörde gesagt, das ist in Ordnung. Diese Entscheidung ist momentan sehr wegweisend, wenngleich diese Entscheidung wahrscheinlich in naher Zukunft möglicherweise durch die E-Privacy-Verordnung, sofern sie irgendwann einmal kommen sollte, möglicherweise noch präzisiert wird. Das kann man dann diskutieren, wie es dann weitergeht, aber momentan hilft uns diese Entscheidung eigentlich zum Thema Cookies auf Webseiten schon bis zu einem gewissen Grad. Ganz kurz zum Ausblick. Nur damit Sie es gut sehen, in was für absurden Zeiten wir leben. Facebook hat eine Milliardenrückstellung gebildet. Dieser Screenshot war gestern, habe ich den gemacht. Facebook hat 5 Milliarden US-Dollar Rückstellung für Datenschutzverstöße gebildet. Nachbörslich ging der Kurs um 10% nach oben, weil die Börse so glücklich drüber war, dass es nur so wenig ist. Spannend ist auch, Facebook hat 45 Milliarden US-Dollar auf der hohen Kante. Wir haben hier noch ein bisschen Luft nach oben. Gut. Das wird uns in den nächsten Monaten und vermutlich in den nächsten Jahren mehr beschäftigen. Und ich kann Ihnen sagen, Facebook wird gewaltige Strafen haben. Das ist meine Prognose, ist meine Privatmeinung, ist meine Prognose. Aber hören Sie meine Worte, da wird noch ganz viel passieren. Das Geschäftsmodell ist in dieser Art und Weise höchst problematisch. Und ich habe Ihnen dazu, für die, die es technisch interessiert, habe ich Ihnen noch eine ganz kurze Studie mitgebracht. Mir macht das immer so Spaß, wenn ich vor Technikern reden darf, weil dann kann ich solche Dinge bringen. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2013. Dort wurde eine Analyse durchgeführt anhand von Likes, die man gemacht hat auf Facebook und konnte dann folgende Punkte mit diesen Wahrscheinlichkeiten herausfinden. Und das wirklich Spannende ist, dort wo ein roter Punkt daneben ist, handelt es sich um sogenannte besondere Kategorien von Daten, deren Verarbeitung an ganz, ganz, ganz strenge Kriterien geknüpft ist. Diese Informationen kann Google statistisch auswerten, und zwar mit Wahrscheinlichkeiten von bis zu 95%. Und ich sage einmal, dass es höchst problematisch ist, dass man mit 85%iger Wahrscheinlichkeit auswerten kann, ob jemand Republikaner oder Demokrat ist. Spannend. Diese Studie ist insofern auch spannend, weil jeder, der den Cambridge Analytica-Skandal von Facebook ein wenig verfolgt hat, das basiert aus meiner Sicht ziemlich genau auf dieser Studie, beziehungsweise ist dann die Weiterentwicklung daraus. Und zu guter Letzt die Herausforderungen, die in Österreich uns bevorstehen. Ich muss ja ein bisschen Stimmung machen. Der österreichische Gesetzgeber hat, da habe ich jetzt extra den Titel aufgeschrieben, weil es ist wirklich... Es gibt einen Ministerialentwurf betreffend Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Sorgfalt und Verantwortung im Netz erlassen und das Com-Austria-Gesetz geändert wird. Und es gibt einen Ministerialentwurf, Bundesgesetz, mit dem das Digitalsteuergesetz 2020 erlassen und das Umsatzsteuergesetz geändert wird. Diese beiden Ministerialentwürfe, die momentan im Parlament liegen, sind datenschutzrechtlich ein Angriff auf die Demokratie. Man kann mich gerne zitieren. Es wird von mir zu diesem Thema auch eine Stellungnahme geben. Da passieren momentan Dinge, wo der Staat Daten möchte
grundlos, ohne irgendeine technische Ahnung zu haben, was das bedeutet, ohne zu erkennen, dass damit die falschen Personen getroffen werden und was aus meiner Sicht klar verfassungswidrig und klar gemeinschaftsrechtswidrig ist. Aber der österreichische Gesetzgeber will mit diesen beiden Gesetzen jetzt einmal datenschutzrechtlich, das läuft so ein bisschen mit, Stimmung machen. Und da sind in Zukunft noch einige Herausforderungen, die auf uns heran, die uns blühen. Und zum Abschluss kann ich Ihnen nur sagen, die DSGVO, auch wenn sie in den Medien immer als komplett grauenhaft und schlimm etc. gesehen wird, es ist nicht so schlimm. Es gibt eigentlich da kaum Probleme. Es ist ganz entspannt zu sehen, die Welt ist nicht untergegangen. Wir können alle noch in Ruhe arbeiten. Dankeschön. Ich muss jetzt die Technik fragen, darf ich noch Fragen beantworten oder? Ja, dann, wenn es noch Fragen gibt. Damit es schneller geht, einfach einmal sagen, ich wiederhole die Frage. Und zwar bezüglich der Sicherheit der Verarbeitung, wie wird dieses Maß gefällt, wie wird erst belastet? Es gibt sozusagen ein Maß, das. Die Frage lautet: technische und organisatorische Maßnahmen, welche. Was ist der Maßstab? Der europäische Gesetzgeber war ausgesprochen nett zu uns, weil er hat uns unmissverständlich und klar mitgeteilt, was sie tun müssen. Er hat nämlich gesagt, sie müssen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen. Die Frage ist damit, glaube ich, beantwortet, oder? Nein, Scherz beiseite. Ich empfehle bei technischen und organisatorischen Maßnahmen die ISO 27001. Dort haben sie gewisse Anhaltspunkte. Im Gesetz steht drinnen, Stand der Technik, also es ist ein dynamisches System und dort wird abgewogen zwischen dem Stand der Technik, technischen und organisatorisch, Implementierungskosten, Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos sowie Art, Umfang und Zweck der verarbeiteten Daten. Diese vier Punkte müssen Sie gegeneinander abwiegen. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung und wenn Sie sich an die ISO-Normen halten, die einschlägigen, beziehungsweise an Branchenstandards halten, dann sind Sie im sicheren Weg. Lustig in dem Zusammenhang, die DSGVO geht nicht davon aus, dass nie was passiert. Die DSGVO wird Sie auch nicht bestrafen, wenn was passiert, sondern die DSGVO wird Sie nur dann auf Basis, werden nur dann eine Strafe auf Basis der DSGVO bekommen, wenn Sie nicht die geforderte Sorgfalt ergriffen haben und dann was passiert ist. Grüß dich. Ich würde gern wissen, gesetzter Fall, meine Firma macht eigentlich bezüglich DSGVO alles richtig. Wir haben so einen Vorfall, das wird gemeldet und aufgrund irgendwelcher Dinge wird dann beschlossen, dass die Behörde uns prüft. Wie schaut so eine Prüfung aus im Normalfall? Ist das nach einer Stunde erledigt oder ist das wochenlang Leute vor Ort, was auch immer? Das wissen wir nicht. Es hat in der Vergangenheit, soweit ich weiß, Prüfungen bei Krankenhausträgern gegeben. Da kam dann der Auditor und ist dann durchgegangen. Wie lange das auch immer dauert, kann ich nicht beantworten. Nach der DSGVO hat es, soweit ich weiß, noch keine konkrete Prüfung gegeben. Möglicherweise hat es schon eine gegeben, das weiß ich nicht. Ich hatte vor zwei Wochen ein informelles Gespräch mit einer Mandantschaft bei der Leiterin der Datenschutzbehörde. Und die hat gesagt, die arbeiten mit Hochdruck, aber die haben ein Personalproblem, ein massives Personalproblem. Und ehrlich gesagt, ich habe kein Problem damit, dass die sich aufstocken. Ich finde das ehrlich gesagt gut, weil dann bringt uns allen was. Frage Löschbegehren und Backup. Der österreichische Gesetzgeber hat, bitte mir jetzt nicht fixieren, ich glaube, es ist Paragraph 4 Absatz 3 DSG, sagt, dass die Löschung nicht sofort durchgeführt werden muss, wenn es technische und organisatorische Maßnahmen, wenn es aufgrund des Aufwandes etc. dagegen spricht. Wenn Sie mich fragen, wird ein Backup niemals angegriffen. Es gibt kein Angreifen des Backups. Warum? Weil, wenn ich ein Backup aufmache, die Daten lösche und das wieder einspiele und das Backup wieder mache, dann sind da zu viele Probleme, die entstehen können. Ein Backup ist ein Backup, das liegt auf einem Bundle. Wenn Sie ein Backup wieder einspielen, dann, und ich bekomme jetzt schon zum Schluss, ich kriege gerade da hinten Ärger,
Wenn ich ein Backup wieder einspiele, üblicherweise führe ich eine sogenannte Löschliste. Die wird auf Papier geführt, da steht irgendeine ID oben. Wenn das Backup eingespielt wird, dann gehe ich diese Liste herunter vom Jüngsten zum Ältesten und lösche dann einfach diese Datenbestände ab. Ist eigentlich genau genommen ein Prozessthema. Ich bin noch ein paar Minuten da, nachdem ich jetzt des Saals verwiesen werde. Danke, Dascha.